So, moin Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Besser werden in Rocket League. So Freunde, wir haben in den letzten Folgen schon viele Themen durchgemacht. Wer das noch nicht angeguckt hat, dürft ihr mal in die Playlist reinschauen, da findet ihr die anderen Videos. Und ja Freunde, wir fangen heute mit dem Dribbling an. Ich zeige euch, wie ihr den Ball am Boden dribbelt, dann zeige ich euch, wie ihr den Ball vom Boden aus in die Luft dribbelt und dann zeige ich euch noch kurz, wie man den Airdribble macht, wo ich schon tausendmal erklärt habe, aber ich mache es trotzdem. Ich wünsche euch viel Spaß, bis gleich. So Freunde, bevor das Video losgeht, möchte ich euch meinen neuen Partner aoe.com vorstellen. Hier könnt ihr nämlich Credits, Blueprints und Items günstig kaufen. Mit dem Code AGTV könnt ihr zusätzlich 3% sparen. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß. So Freunde, wir fangen mal wieder mit einem Trainingscode an. Hier könnt ihr einer meiner Trainingscodes sehen. Hier Dribbeltraining und Downloadcode könnt ihr einfach bei euch reinschreiben und in den Code reingehen. Und dann habt ihr genau das gleiche, was ich hier vor mir habe. Und dann fangen wir jetzt einfach mal mit dem Tutorial an. So Freunde, es ist natürlich wichtig, dass ihr das richtige Auto, um ein Dribbling zu starten, euch aussucht. Ich benutze hier zum Beispiel den Octane, da der Octane einfach meiner Meinung nach wirklich, wirklich einfach zum Dribbeln ist. Da die Hitbox einfach ist, kann man einfach so sagen. Octane ist das einfachste Auto, deswegen spielen auch die meisten Octane, und an alle Anfänger da draußen, ich kann euch wirklich nur empfehlen, spielt mit dem Octane. Wenn ihr Probleme mit eurem Auto habt, dann probiert den Octane, es ist eigentlich ein ziemlich einfaches Auto. Alternativ würde ich auch den Dominus empfehlen, da der Dominus ab sofort für alle kostenlos ist. Und ja, je nachdem, hier habt ihr eher ein flacheres Auto oder hier beim Octane eine höhere Hitbox. Meiner Meinung nach eine angenehmere Hitbox. So Freunde, jetzt fange ich einfach mal mit den Anfängern an. Und zwar an alle Anfänger zwischen Bronze bis Platin, die das noch nicht können. Dann lernt das, Freunde. Ich habe das schon tausendmal in allen Videos in meinen Streams gesagt. Lernt das, das ist ganz wichtig. Und hier seht ihr einfach ganz einfach, wie das funktioniert. Ich fahre zu, lege mir den Ball auf dem Auto. Und jetzt probiere ich nur mit R2 erstmal, indem ich das tippe. R2 tippe. Ihr könnt es am Controller sehen. Ich tippe R2. Und probieren den Ball hier ohne Boost, wirklich ohne Boost ins Tor zu kriegen, Freunde. Hier nochmal. So. Schön den Ball aufs Auto. Ihr müsst nicht mal gerade fahren. Ihr könnt einfach auch ein bisschen ein paar Linien fahren, indem ihr den Ball euch einfach nur ein bisschen weiter nach rechts legt, wie ihr hier sehen könnt. Ohne Boost. Ja. Und dann irgendwann habt ihr den Dreh raus und dann ist die Sache auch eigentlich ganz easy, Freunde. Es ist eigentlich nur eine kleine Techniksache, wie das funktioniert. Ihr kriegt das safe hin. So, Freunde, jetzt kommt der nächste Schritt. Wer das kann, legt sich den Ball wieder aufs Auto und fährt dann schön hier ein paar Schlangenlinien. Also das heißt einmal nach rechts, dann wieder nach links. Probieren den Ball wirklich schön in der Mitte oder beziehungsweise in der Mitte der Hitbox zu lassen. Und da fahren wir ein paar Slaloms und so weiter, Freunde. Und das machen wir alles jetzt die ganze Zeit als Training, damit ihr das erstmal beherrscht, Freunde. Das ist wichtig. Macht das wirklich stundenlang, dass das wirklich sitzt, weil dann könnt ihr das auch im Spiel umsetzen. Und ich sage euch, Freunde, wenn ihr so ein Tor im Spiel macht, indem ihr euch den Ball aufs Auto legt und dann wirklich flickt bzw. dribbelt oder was auch sonst, das ist ein geiles Tor und es ist ein richtig geiles Gefühl, weil ihr merkt, okay, das Training hat sich gelohnt, Freunde. So, Freunde, nächster Schritt. Wir gehen hin, nehmen das Auto und jetzt fangen wir an, den Ball ein bisschen weit nach hinten, nach vorne zu setzen. Und dann seht ihr, wie ich schneller werde. Also der Ball geht quasi auf die vordere Spitze. Und sobald er drüber rollt oder vorrollt, boostet ihr. Und so kann man die Geschwindigkeit regulieren. Und das gleiche auch mit dem langsamer werden. Ich zeige euch jetzt mal, wie man langsamer wird. Ich habe hier zum Beispiel das Auto, denn mein Ball, ich gebe ein bisschen Gas. So, jetzt möchte ich langsamer werden und nehme den Ball einfach nur ein bisschen nach hinten. So, und jetzt bin ich wieder langsam. Jetzt kann ich mich drehen, Flicks machen oder was auch immer, Freunde. Ihr wisst, was ich meine. Und das ist eigentlich ganz logisch. Und ich denke, das kriegt jeder hin. Einfach nur ein bisschen Training. Benutzt einfach diesen Trainingscode hier. Und ja, mit diesem Trainingscode seht ihr, es ist eigentlich ziemlich einfach zu trainieren. Hier seht ihr zum Beispiel auch eine andere Sicht, wie ihr zum Beispiel das machen könnt. Hier einmal dann schön zum Ball drehen. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist den Ball hier Richtung Wall zu spielen. Er geht hoch. Ihr dreht das Auto. Ist auch eine kleine Trainingsübung. Nehmt das Auto wieder drauf. Den Ball wieder auf euer Auto. Und dann könnt ihr den Ball wieder ins Tor führen, Freunde. So, Freunde, jetzt fangen wir an, den Ball vom Boden aus zu dribbeln. Das ist echt auch ziemlich einfach. Wir machen das jetzt einfach Schritt für Schritt. Und zwar zeige ich euch jetzt hier. Der Ball kommt, er hüpft ja auf. Okay, es ist wichtig. Ball sollte auch einmal kurz aufhüpfen, dass wir uns den Ball kurz hochlegen. Okay? Ball legen wir hoch und springen hinterher. Wenn wir springen, drehen wir das Auto dann quasi wirklich hoch
dass wir dann wirklich schön Richtung Ball fliegen. Das sieht dann so aus, schön Richtung Ball. Und dann können wir auch dann schön mit Gefühl hinterher boosten. Es ist natürlich wichtig, dass ihr versteht, wie das funktioniert. Ihr dürft natürlich nicht schneller sein als der Ball, sondern der Ball ist gleich so schnell wie ihr. Das heißt, wir legen uns den Ball hoch, treffen ihn und probieren mit Gefühl hinterm Ball zu bleiben, beziehungsweise uns langsam an dem Ball ran zu tasten, dass wir dann auf jeden Fall den Ball in die Luft dann quasi wirklich dribbeln. So, jetzt kommt der nächste Schuss, Freunde. Hier seht ihr, jetzt sind wir ein bisschen weiter weg. Und dann warten wir, bis der Ball aufhüpft. Drehen das Auto nach oben und dribbeln hinterher. Das ist natürlich die Anfängerversion hier. Aber so lernt ihr das, Freunde. Ihr könnt natürlich auch double springen, wenn ihr Bock habt. Ich mache das hier gerne immer wieder. Es ist eine Technik-Sache. Wie ihr euch das angewöhnt, ist euch überlassen. Aber der Ball muss kurz aufhüpfen. Ihr legt euch den Ball vor, dreht euer Auto nach oben und boostet den Ball hinterher. Hier nochmal. Einmal zack nach oben. Und dann könnt ihr dem Ball hinterher boosten. Es ist eigentlich ziemlich einfach gut. Auch gut, wie langsam das hier im Training ist, dass ihr das auf jeden Fall richtig schön trainieren könnt, Freunde. So, Freunde, im gleichen Trainingspack findet ihr dann im Schuss Nummer 3 euer Airdribble. Ich finde diese Airdribble eigentlich ziemlich perfekt, weil er nicht zu kurz ist. Der Ball fährt, ihr fährt den Ball hinterher. Ihr kriegt ein Gefühl, wie schnell ihr seid. Ihr kriegt ein Gefühl, wie schnell der Ball sein muss. Und so ist es eigentlich ziemlich cool zum Lernen. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das funktioniert. Ball kommt, ihr fahrt schon hinterher. Schaut, dass ihr den so trifft, dass der Ball Richtung Tor fliegt. Dreht das Auto und dann ist der Ball auch schon drin. Wichtig ist, dass ihr den Ball in diesem Fall ja auch ein bisschen weiter unten trefft. Da, wenn ich den Ball jetzt natürlich wie in der Mitte zum Beispiel zu weit rechts treffe, kriege ich nicht den Ball wirklich Richtung Tor. Und deswegen würde ich euch empfehlen, hier wenn der Ball je nach Winkel einfach ein bisschen tiefer treffen. Das ist auch richtig cool zum Üben, da ihr den Ball nicht immer gleich trefft. Ja, und da gibt es nicht viel zu sagen, Freunde. Ihr guckt einfach, dass der den Ball immer Richtung Tor trifft. Und dann kann ich auch als kleinen Geheimtipp, springt mal nicht so stark mit X ab, sondern drückt die Taste X nur mal ganz kurz. Weil ich finde, das macht eigentlich auch ziemlich viel, ist eine ziemlich große, coole Gefühlssache. Ich springe hier mal kurz ab und dann seht ihr, dass ich wirklich schön hinterherkomme. Und ja, wenn ihr dann den Ball getroffen habt und abgesprungen seid, dreht ihr euer Auto und probiert den Ball dann quasi in der Luft, den Ball Richtung Tor zu bringen. Und ich denke, das solltet ihr auf jeden Fall hinkriegen. Und ich denke, das ist auch eine Sache, die eigentlich viele von euch können und viele von euch trainieren, weil das einfach ziemlich cool ist. Aber es ist halt nicht die Hauptsache des Spiels, um besser zu werden. Und die Serie heißt ja Besser werden. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, lernt ihr auch die anderen Sachen, nicht nur das Air-Dribbling. Weil ja, viele von euch einfach sagen, ja, ich werde nicht besser, aber ich gucke die Dribbeln wie die Verrückten. Ja, ihr wisst, was ich meine, Freunde. Und in diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch weiterhelfen. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von Besser werden in Rocket League, Freunde. Bis dann.